Wieder da mit einem neuen Guide und zwar zum Aatrox im Jungle. Und zuerst einmal zu den Fähigkeiten. Da hätten wir einmal seine passive Blutbrunnen. Immer wenn ihr eine Fähigkeit macht, lädt sich der Blutbrunnen auf. Zeig's euch mal. Hier diese kleine weiße Linie. Habt ihr schon bestimmt in meinem Aatrox Toplane Guide gesehen, aber für die, wo sich für den Toplane Aatrox Guide nicht interessieren, mache ich den hier extra nochmal. Dann hätten wir noch seine Q-Fähigkeit, das ist einfach ein kleiner Dash, mit dem wir den Gegner in die Luft knock-uppen. Dieser Skill ist nicht abbrechbar, ganz wichtig. Und was momentan, Achtung, jetzt gerade Patch 8.3, alle anderen Patches danach, kann sein, dass es verändert wird. Aber wenn ihr von der Zoe-Bubble getroffen wird, mit der ihr normalerweise einschlaft, bevor ihr einschlaft, wenn ihr euer Q macht, ist die Zoe-Bubble einfach weg. Aatrox, der Zoe-Counter. So, dann haben wir noch die W-Fähigkeit, mit der wir sogar zwei Fähigkeiten in einer haben. Bei jedem dritten Schlag lösen wir einen On-Hit-Effekt auf, je nachdem, welchen wir von den beiden Varianten jetzt aktiviert haben. Beim Blutdurst ist es einfach so, bei jedem dritten Schlag heilen wir uns ein bisschen Leben. Beim Blutzoll machen wir mit jedem dritten Schlag etwas mehr Schaden. Hier kann man jetzt auch das Ganze ein bisschen spielen, indem man einfach 1, 2, 1, 2, zack, jetzt mache ich mir einen Damage. Jetzt heile ich mich. Und so könnt ihr es halt die ganze Zeit ein bisschen rumspielen, wie ihr es machen wollt, je nachdem, was ihr gerade mehr braucht. Meiste Zeit benutze ich aber den Blutdurst, um mich einfach hochzuheilen. Mit seiner E-Fähigkeit haben wir dann noch einen kleinen Slow auf einem gewissen Range, was in einem V zusammenläuft. Alle Gegner werden geslowt, machen ein bisschen Schaden. Ist nice. Und dann haben wir noch seine Ulti, bei der Aatrox einmal explodiert, AOE-Schaden verursacht und erhöhte Attack Range und erhöhtes Attack Speed bekommt. Dadurch werden wir so richtig zur Schreddermaschine. Für den Jungle solltet ihr zuallererst mal seine W maxen, dadurch, dass wir einfach hier mehr Jungle-Systeme haben, somit einfach länger im Jungle bleiben können. Dann nehmt ihr sein E, damit wir auch für die Ganks einen guten Slow haben. Und ist gut zuletzt, weil da passiert nicht sehr viel mit den Level-Ups. Bisschen Cooldown-Reduzierung, das war's. Und natürlich die Ulti, immer dann, wenn ihr es halt geben könnt. Ganz normal. Schaut jetzt einmal an, welche Items wir auf Jungle Aatrox denn eigentlich spielen können. Für den Start immer Machete des Jägers, brauchen wir einfach im Jungle. Dann der nachfüllbare Tank, damit wir nicht ganz so viel Geld liegen lassen müssen. Und den gelben Ward Totem. Als Kernitems habe ich hier einmal eben Verzauberung Blutschnitte in der blauen Version oder Verzauberung Blutschnitte in der roten Version. Die rote Version kommt drauf an, kann man auch mal verwenden. Meistens benutze ich aber die blaue Version, weil ich einfach eben diesen zusätzlichen Slow haben möchte, weil als Aatrox muss ich an den Gegnern, im besten Fall den Carries, einfach immer dranbleiben. Dann haben wir noch Ginsus Rage Blade, mit dem wir einfach extremen Schaden der Hölle machen. Momentan ist es ein ziemlich starkes OP-Item. Und auch für Aatrox ist es wirklich sehr, sehr, sehr genial geeignet, der ja eben auf Attack Speed skaliert. Auch die Fähigkeitsstärke ist nicht ganz gewastet, wir haben immerhin eine Ulti und so, mit der wir magischen Schaden machen. Ist okay. Dann haben wir noch die gefräßige Hydra, die brauchen wir einfach, um die Jungle Creeps schneller zu clearen. Als Schuhe haben wir entweder Varianten je nach Spielstil. Wenn wir gut gefeedet sind, können wir die Attack Speed Schuhe nehmen, um einfach noch mehr Schaden zu machen. Brauchen wir einen Tank, nehmen wir Mercury Dreads oder Ninja Tabi. Oder wenn wir Schwierigkeiten haben, am Gegner dran zu bleiben, nehmen wir eben die Stiefel der Wendigkeit. Nicht besser. Als Rüstungs-Items haben wir hier einmal den Toten Mann, Banduins, Dornenpanzer und Schutzengel, wobei man hier Schutzengel ein bisschen hervorheben muss. Durch den passiven Effekt des Wiederbelebens haben wir im Grunde drei Leben. Leben, Sterben, Passive aktiviert sich, wir kommen wieder zum Leben. Sterben, Schutzengel aktiviert sich, wir leben wieder. Hoffentlich nicht nochmal schon. So, als Megiri-Items entweder Benjis oder noch besser Geistessicht, weil das Geistessicht macht wieder unseren passiven Lebensraub stärker. Dadurch können wir selbst in Teamfights ewig lang überleben und überleben manchmal Situationen, wo die denken, die haben uns eh schon längst erwischt. Offensive Varianten sind Jomus Geisterklinge, wenn wir hinterherkommen müssen. Klinge des gestürzten Königs ist so super genial auf Aatrox. Und damit schreddern wir selbst Tanks runter. Falls wir dranbleiben müssen, ist auch so Posthammer ganz gut, wenn wir ein bisschen tankiger sein müssen. Lord Dominix, wenn wir ein bisschen Armor-Pen brauchen. Blutdürste, wenn wir hart gefeedet sind, damit wir einfach den Lebensraub der Hölle haben. Und Schwarzes Beil kann man hin und wieder auch mal einsetzen. Brauchbare Items sind ganz normal. Wir können entweder
Weitsichtmotivation nehmen, damit wir eben reinschauen können. Meistens nehme ich aber im Jungle eben das Rote, damit wir Wards clearen können. Wards brauchen wir natürlich. Elixier des Zorns fürs harte Late Game, damit wir einfach mehr Schaden machen. Das war's. Als Beschwörerzauber nehmen wir für Aatrox im Jungle natürlich Flash und Smite. Wie könnte es anders sein? Manche in komischen Elo spielen auch Exhaust und Smite. Kann natürlich auch mal sehr, sehr gut ausgehen. In den meisten Fällen aber nicht. Wir brauchen diesen Flash. Flash. Flash ist Leben. Flash. Als Runen nehme ich Präzision und Dominanz, damit ich einfach diesen Damage habe und diesen Impact im Spiel. Letzten Endes bin ich ein Carry-Jungler und nicht gerade der Hardcore-Tank. Deswegen will ich Schaden machen. Gerade im Low Elo ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Hier stechen ein paar Runen bei heraus, bei der Präzision Electricity, mit dem wir einfach nochmal mehr Attack Speed bekommen, was natürlich auf Aatrox megamäßig skaliert, wie auf keinem anderen oder kaum einen anderen Champ natürlich. Dann noch den plötzlichen Einschlag oder erbarmungsloser Jäger eben für die Ganks. Da werden wir einfach für die Ganks belohnt und vor allem, wenn die Ganks gut laufen und durch diese Dinger laufen die Ganks natürlich eben gut. Ganks. Der Jungle für Aatrox läuft relativ einfach. Wir haben im Grunde unendlich Sustain, können ewig lang im Jungle bleiben. Deswegen ist es da nicht so das Brutale. Ganks, Aatrox ist ein semi-guter Ganker. Er hat seinen Knockup, er hat seinen Slow, aber ansonsten, ja, geht es so. Aber ist auch nicht gerade der schlechteste Ganker. Also von dem her, legt los. In Teamfights ist es seine Aufgabe, einfach an den Carries dran zu bleiben. Er divet einmal kurz in die Blackline, holt sich den Carry raus und schnetzelt. Und ein paar Mal hintereinander zu sagen, ist echt schwierig. Schnetzel. Ja, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Er bleibt an den Gegnern haften, tötet sie im besten Fall, läuft. Das Late Game für Aatrox kann so oder so laufen. Er ist jetzt kein harter Late Game Champ, er ist jetzt aber auch nicht einer, der brutal schlecht im Late Game ist. Wenn er gefeedet wird, ist er ziemlich stark im Late Game. Problem hierbei ist, wenn er mal nach hinten fällt, dann fällt er halt extrem nach hinten. Es ist schwierig mit Aatrox wieder vorwärts zu kommen. Deswegen ist er so ein so-la-la Late Game Champion. Gecountert wird Aatrox von Champions, die gerade im Early Game sehr, sehr, sehr stark sind. Sowas wie zum Beispiel Shyvana oder Udyr. Die counten Jungle dich einfach zu Tode, du hast keine Ahnung, du hast keine Chance. Nada. Dafür countert Aatrox aber Champions, die im Early Game im Jungle nicht ganz so stark sind. Sowas wie zum Beispiel Master Yi, bevor er Level 6 wird, davon reden wir gar nicht. Danach ist eh finito und over. Aber bis dahin kann er sich gut mal ein Duell mit Master Yi erlauben und kommt meistens on top heraus. Was war das? Der Champ, der einfach sehr viel Spaß macht zu spielen. Vor allem Teamfights, wenn ihr einfach reindivet und euch durch die Gegend schnetzelt. Einmal schnetzelt. Ihr geht rein, macht euren Schaden, sterbt, kommt wieder, macht euren Schaden, heilt euch wieder voll. Das ist einfach genial. Macht sehr viel Spaß. Im Meta wird er einfach nicht gespielt, weil das Problem ist, er muss an den Gegnern dranbleiben, um was zu machen. Seine Ulti gibt ihm zwar auch eine etwas erhöhte Range, reicht aber nicht alleine aus, um an den Gegner haften zu bleiben. Deswegen eben solche Items wie Frozen Hammer, um eben dran zu bleiben, oder eben Klinge des gestutzten Königs oder euer Smite-Item, wie auch immer. Problem ist halt einfach, im Competitive oder im High-Elo-Bereich wissen die Leute, wie sie wegkommen. Beziehungsweise im High-Elo bzw. kompetitiven Bereich wissen diese Leute einfach, wie sie ihre Kills beschützen. Und dann ist halt Aatrox really fucked up. War komplett. Aber trotzdem macht es Spaß zu spielen.